Wobei ich eigentlich ja recht viele Karten davon drinnen habe. Ach, ich gehe in die Arena, komm. Von nix kommt nix. Mir wurde ja vorhin meine freie Runde gestohlen durch einen beschissenen Bug. Dann kann ich jetzt auch nochmal in die Arena gehen. Und ich nehme... Oh, jetzt muss ich natürlich hier das wieder anmachen. So, ich hoffe, er checkt das jetzt noch, dass ich jetzt jemanden wähle. Ja, er checkt es noch. Sehr gut. Dann kann ich das hier auch wieder nach unten ziehen. So. Pickelhaubenheizer. Es fängt schon wieder mit dem Pickelhaubenheizer an. Na gut. Wow, geschmolzener Riese. Okay. Ja, dann nehme ich den Boss der Borstenheizer. Verleiht benachbarten Dienern plus 2 Leben. Kampfschrei friert eure anderen Diener ein. Nee, ich tue erstmal noch ein bisschen was fürs Early Game. Wir haben schon eine 5er Karte. Deshalb nehme ich den in der Mitte. Ja, auf jeden Fall den Ritter. Ansturm, Kampfschrei kann in diesem Zug keinen Helden angreifen. Geil. Fettes Vieh. Nehme ich auf jeden Fall. Den goldenen Teufel Saurier. Fügt eurem Helden jedes Mal 3 Schaden zu, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Oh, die Karte kann einen echt den Arsch kosten, ne? Diese Karte kann einen wirklich, wirklich fies killen. Aber ich nehme ihn trotzdem mit, weil man damit auch schnell... Oh, wow, eine Legendary in der Arena schon wieder. Geil. Between these cards, although we don't really want many late game cards, I still suggest Shadow Reaper Anduin. Vernichtet alle Diener mit mindestens 5 Angriff. Das ist natürlich schon echt krass, ne? Kampfschrei verwandelt sich in eine Kopie 3-3 eines Dieners, wenn euer Deck keine Karten enthält, die 3 kosten. Was ist das denn für ein komisches Vieh? Oder eine Todesritterkarte? Nee, ich nehme den mal mit. So. Fügt allen Dienern einen Schaden zu, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Dunkler Wahnsinn. Übernehmt bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über einen feindlichen Diener mit maximal 3 Angriff. Ich nehme den wilden Pyromanten mit, wie vorgeschlagen. Wir kennen uns auch. Tatsächlich, woher kennen wir uns denn? Oh, Psychotron. Nice. Seltsame Leuchtwurzel. Schaut euch 3 Karten an, wenn ihr erratet, welche bei Spielbeginn im Deck des Gegners war, erhaltet ihr eine Kopie davon. Geil. Nehme ich mit. Ach ja, stimmt, die hatten wir schon mal. Den Beutehamster fürs Early Game. Oh, Knochendrachen würde ich sagen, jawohl. Sagt er auch. Morkrabbler. Oder ne, nochmal den Beutehamsterer, echt? Okay, dann nehme ich nochmal den Beutehamsterer. Whatever you say. Und noch eine Legendary! Alter, 2 Legendaries! Spott, Kampfschrei, plus 5 Leben für jeden Elementar, den ihr letzten Zug ausgespielt habt. Zu Beginn seines Zuges besteht eine Chance von 50%, dass euer Gegner eine zusätzliche Karte zieht. Nee, ist voll kacke. Ich nehme Gruul auf jeden Fall. Ich bin jetzt völlig late game hier. Oh, Drachenfeuertrank, mega geil. Ja, Stimmräuber. Gedankensicht hätte ich jetzt auch genommen, ja. Ja. Wir brauchen noch ein bisschen was fürs Early Game auf jeden Fall. Das ist eine gute Wahl, die hätte ich auch genommen. Ein Eierdieb im Ernst? Oder lieber die Waffe zerstören?
Nee, ich nehme lieber den Schleim, falls ich gegen irgendwas Kriegerisches kämpfe oder der Gegner irgendeine Waffe hat. Ja, auf jeden Fall die Kurierin. Kampfschrei zieht eine Karte, sie kostet 5. Ja, geil. Da habe ich mit den Karten auf jeden Fall einen guten 2, 4, 6, 8, auf jeden Fall eine gute Chance, dass ich eine höherklassigere Karte ziehe. Erhält jedes Mal +1/+1, wenn eure Waffe zerstört wird. Da ich keine Waffe habe, ist das eine schlechte Wahl. Aber 4, 8, Windzorn. Wir brauchen einen Vierer-Drop. Sonst würde er den Sturmseher nehmen. Wir kriegen noch einen Vierer-Drop. Ich nehme den Sturmseher. -5, Alter. Ja, die Dunkelschuppenheilerin. Dunkelschuppenheilerin, so. Ja. Jetzt haben wir doch noch einen sehr geilen Vierer-Drop. Sehr, sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Boah, das wird eine spannende Arena, glaube ich. Damals über ein Last FM, ein Fan deiner... Über Last FM, alter Schwede. Ich wusste gar nicht, dass uns irgendjemand oder mich irgendjemand über Last FM gefunden hat. Finde ich aber interessant. So. Ja, Priester Nimmersatt. 3 Karten haben wir noch. Oh geil, ein schwülstiger Mime. Ja, den hätte ich auch jetzt genommen. Super fürs Early Game. Vorletzte Karte. Auf jeden Fall nochmal die Chemikerin. Ja. Mana-Gespenst ist auch immer nett. Aber ich nehme mal den Krabbler mit. Okay. Super interessante Runde. Entonces, stürzen wir uns rein. Wir hatten da auch mal was geschrieben. Krass. Ich habe auf Last FM, dann weiß ich, kann ich mich bestimmt noch an dich erinnern, weil ich habe auf Last FM so gut wie nie geschrieben. Vielleicht 1 oder 2 Mal. Ich bin gespannt auf die Arena. Ich bin wirklich gespannt, weil die Karten sind krass. 2 Legendaries hatte ich noch nie. Noch nicht ein einziges Mal in den letzten 3 Jahren Hearthstone. Anduin gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Das Licht ist mit den Gerechten. Und gegen einen fucking Goldenen in der ersten Runde. Was geht denn ab, ey? Den packe ich wieder mit ein. Den packe ich wieder mit ein. Und die beiden anderen behalte ich. So. Okay, Gedankensicht finde ich super direkt am Anfang. Grüße. Ich grüße mal nett. Grüße. Und hole mir mal direkt eine Karte vom Gegner in die Hand. Macht einen befreundeten Diener in diesem Zug immun. Nett. Kann man brauchen. Er heilt mich, wie lieb von ihm. Geben wir unserem Bären die so, sofort mal eine 4-4er-Karte raushauen hier. Finde ich super. Nö, den hebe ich mir auf. Ich nehme erstmal den da und latsche ins Gesicht. Mache ich noch Musik? Klar mache ich noch Musik. Ich habe ja erst im letzten Jahr ein neues Album rausgebracht, das Fernweh, falls du das gar nicht kennen solltest. So, sehr schön. Machen wir den doch mal immun und greifen an.
falls du das Fernweh-Album nicht kennen solltest, unbedingt mal reinhören. Dann spotte ich tatsächlich erstmal und spiele noch den hier aus. Der Ruhm ist mein. Und werde Der Ruhm ist ja, ich werde den los, weil die beiden kann ich heilen. Ja, auf jeden Fall. Also das Fernsehalbum kennt... Oh, scheiße, Heilige Nova. Super gut. Gut gespielt. Cleares Board. Danke. Nee, ich hol mir den hier. Bereit, mein Herr. Zack. Und baue direkt mal wieder ein bisschen was auf. Kann ich Bedarf würfeln? Jetzt hat er auch einen Beutehamsterer. Oh, und er ruft den Herrn Neut herbei. Das ist natürlich cool. Begrüßt die Liebe. Wenn ihr darauf besteht. So, ich gebe ihm damit mal zwar zwei Karten, aber ich mache auch das Board wieder leer. Den finde ich jetzt super, dass ich den direkt auf der Hand habe, und den finde ich auch richtig geil. Den muss er auf jeden Fall in einer Runde killen, sonst hat er keine Chance. Weil jedes Zuges... schön gespielt. Sehr gut gespielt. Sehr, sehr gut gespielt. Hat sein Ding noch... aber jetzt spiele ich den auf jeden Fall aus. Muss ich machen. Ja, muss ich machen. Zack. So, jetzt kriegt er direkt mal +1/+1. Wenn er den jetzt nicht loskriegt, das ist großartig für mich. Das gehört in ein Museum. Harrison Jones? What the fuck? Okay. So. Ist das ein Pirat? Nein, es ist kein Pirat. Schade. Den könnte ich direkt mal loswerden. Den werde ich auch direkt los. Ich frage mich, ob... Ja, ich werde ihn los. Das Licht hat mich Zack. Oh nein, meinen ja auch. Scheiß, Dreck, ich bin so blöd. Danke. Irren ist so menschlich. Nicht ganz wie geplant. Ja, dumm gelaufen. Scheiße, ich bin so blöd. Ach, fuck, fuck, fuck. Mann, Karte richtig lesen, du Vollidiot. Scheiße. Das war richtig dumm. Jetzt ziehe ich mir noch eine Karte. Ja. Schaut euch das an! Ja, die kostet sowieso 5. Gut. In diesem Sinne. Puh. Das war ein dummer, das war ein ganz, ganz dummer Zug. Ach, jetzt zieht er sich eine Karte. Die dumme Sau.
Zack. So, der erste. So, den muss ich noch loswerden. Zack. So. Puh, spannendes Spiel. Aber ich war so dumm mit dem Gro-Gro-Gro-Dingens. Schattenwort Schmerz, ja, den habe ich leider nicht. Oh, und den Bernstein, nice. Oh, und dann hat er auch noch so ein Glück. So, mal gucken, was ich kriege. Und ich krieg den gleichen. Na, immerhin. Ah, nee. Legt alle Drachen aus eurer Hand auf das Schlachtfeld. Ugh, fuck. Gut gespielt und damit bin ich tot. Danke. Ein Autogramm? Naja, jetzt ich bin sowieso tot. Gut, das war's. Gut gespielt, aber ich habe auch dumm gespielt. Also ich hätte gewinnen können, definitiv. Ich hätte definitiv gewinnen können. Kacke. Na. Aua, minus 12 tut weh. Ja. Schade um die Runde. Wirklich schade um die Runde. Gehe ich als Wanderbarde auf Mittelaltermärkte? Ich gehe mit meiner Band auf Mittelaltermärkte. Als Wanderbarde weiß ich nicht, ob ich mich so bezeichnen würde. Das Licht wird den Sieg bringen. Also es ist ja, ich mache das ja beruflich. Behalte ich alle drei für den Anfang. Sehr genial. Und wieder gegen den Priester, ey. Man kämpft fast nur noch gegen Priester in der Arena. Gegen Priester oder Hexenmeister? Magier sind echt selten geworden. Noch ein wilden Pyromanten, nett. Aber ich habe gar nicht so viele Zauber, um den vernünftig nutzen zu können. So, einen schönen Beutehamsterer raushauen. Entdeckt eine Kopie eines Zaubers. Mhm. So, ja. Und davon erhalte ich eine Kopie, das finde ich super. So, ich hoffe, ich ziehe einen von den Achtern mit der enthusiastischen Späherin gleich. Ja, gut gespielt. Zack, und dasselbe mache ich jetzt auch. Ich nehme den Drachenfeuertrank auf die Hand. Zack. Zauberschaden plus 1, nice.
Ich spring damit mal ins Gesicht. Ach so. Wie gesagt, also ich mache halt Konzerte mit meiner Band, auch auf Märkten. In diesem Sinne ist die Antwort ja. Also klar, spiele ich auch auf Märkten. Zack, weg mit dem Ding. Und... dann noch Spott und Gottesschild, auf jeden Fall. So. Heilen kann ich ihn gleich noch. Wollt ihr etwas Voodoo sehen? Mhm, gut gespielt. Also das ist ein Wildtier, das ist gar kein Drache, das ist natürlich scheiße. So, dann habe ich hier einen Spotter, den ich auch nutzen werde. Zack. Und dann heile ich noch. So. In welcher Ecke ich so unterwegs bin? Durch ganz Deutschland. Also in den letzten Jahren war ich immer durch ganz Deutschland unterwegs. Von Hamburg bis Regensburg. Komplett alles. Musst du mal auf die Homepage gucken. Aber jetzt in letzter Zeit bin ich nicht mehr so viel unterwegs. Fies. Was mache ich? Das sollte ich mir gründlich überlegen. Ich opfere erstmal ihn. Dann werde ich mir eine Karte auf die Hand holen. Scheiße. Schnell entscheiden. Frage mich, ob. Yeah, sehr geil. Dann kann ich den nämlich hier zum Schweigen bringen. Dann werde ich den auch nochmal heilen. Dann greife ich mit den beiden noch an und mache die Runde fertig. Genial. Jetzt kriege ich nicht mal mehr den Schaden. Das ist super. Burg Satzwey, da bin ich gerade ganz in der Nähe. Ich bin nämlich gerade bei meinen Eltern zu Besuch. Hä? Warum nimmt er den jetzt wieder zurück? Yes. Das war... Immerhin, diese Runde haben wir gewonnen. Sehr schön. Und sind ein Level aufgestiegen. Gute Runde, gute Runde. So.